Hi, willkommen auf unserem Kanal. Touren, Pendeln oder Sport? Gute E-Bikes gibt es schon unter 2000 Euro. Wir zeigen euch die derzeit besten Elektrofahrräder am Markt. Dafür haben wir Tests und Meinungen ausgewertet und zu einer Gesamtnote verrechnet. Die E-Bike-Sparte hat in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung hingelegt. 2021 erreichte der Absatz sein bisheriges Rekordhoch von 2 Millionen Exemplaren. Ebenso rasant stieg das Notenniveau in den Tests. Die Antriebe wurden kompakter, die Akkus immer größer und die Beziehungsgeflechte zwischen Motor und Schaltung harmonisiert. Smart-Funktionen kann das E-Bike inzwischen auch. Den Wunsch nach einem E-Bike erfüllen Online-Händler, Baumärkte und Discounter schon um die 1000 Euro. Vormontierte Ware aus dem Karton mit zweckmäßiger Ausstattung, wenig Service und durchwachsenen Produktbewertungen. Falls euch das Video jetzt schon gefällt, lasst doch schon mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen unserer kommenden Vergleiche mehr verpassen wollt, abonniert unseren Kanal und vergesst auch nicht auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken. Dann verpasst ihr keinen unserer kommenden Vergleiche. Wir starten jetzt mit einer Gesamtnote von 1,7 mit dem Blue Wheel Damen E-Bike. Zum Zeitpunkt des Tests lag der Preis bei rund 1150 Euro. Auf dem City E-Bike mit abnehmbarem Lithium-Ionen-Akku und starkem Hinterradnabenmotor gleitet ihr mit 250 Watt Leistung extra kraftvoll durch die Stadt. Bis zu 25 km/h Topspeed erreicht ihr dabei dank der ultimativen Elektropower. So erlebt ihr nicht nur außergewöhnlichen Fahrspaß in der City, sondern macht auch im Offroad-Gelände vor Steigungen keinen Halt. Das BXB85 verfügt nicht nur über einen Bordcomputer mit LCD-Color-Display und intuitiver Bedienoberfläche, ihr steuert es zudem auch easy per App. Damit genießt ihr die volle Kontrolle über Tretunterstützung, Distanz, Geschwindigkeit und Batterieladung. Dank der E-Bike Premium-Reifen meistert ihr anspruchsvolle Strecken und Anstiege mit Leichtigkeit. In Kombination mit dem 7-Gang-Schaltwerk von Shimano und dem komfortablen Gel-Sattel steht ausgiebigen Ausflügen nichts im Weg. Denn eine Akkuladung bringt euch bis zu 150 Kilometer weit. Weiter geht es mit dem Vergleichssieger und einer Gesamtnote von 1,7, die wir für das Blue Wheel BXB75 ermittelt haben. Zum Zeitpunkt des Tests lag der Preis bei rund 1500 Euro. Dieses Blue Wheel BXB75 E-Bike überzeugt nicht nur durch sein gutes Design. Es besitzt eine Scheibenbremse und eine Gabelfederung. Des Weiteren hat es 21 Gänge und ist somit variabel einsetzbar. Das Blue Wheel BXB75 E-Mountainbike, deutsche Qualität, von Blue Wheel Electromobility besitzt einen Hinterradnabenmotor, welcher eine 250 Watt Leistung vorweist. Dadurch eignet es sich sowohl für die Stadt als auch für hügeliges Gelände und Hindernisse. Das Blue Wheel BXB75 E-Mountainbike ist perfekt geeignet, wenn du genau diese Kombination aus Action und Komfort suchst. In das Mountainbike wurden viele besondere und sehr hilfreiche Dinge integriert. Durch die Pedalassistenzsensoren ist die Distanz und die Geschwindigkeit immer für dich sichtbar. Auch die Batterie wird dank der App-Steuerung angezeigt. Zusätzlich gibt es eine Anzeige, welche die Kalorien aufzeigt. Der Akku ist abnehmbar und es gibt eine Schubhilfe-Assistenzfunktion. Auch die Sicherheit wird gewährleistet. Denn es gibt einen Schnellfreigabehebel und eine Abschaltvorrichtung. Auch die integrierte Beleuchtung sorgt für deine Sicherheit. Das E-Mountainbike besitzt eine Tecro-Scheibenbremse, um dafür zu sorgen, dass du sicher bremsen und somit auch sicher fahren kannst. Der Rahmen ist aus Aluminium, leicht und robust. Ein weiterer und sehr wichtiger Aspekt ist der Sattel. Der Sattel sollte auf jeden Fall bequem und komfortabel sein. Denn er ist mitentscheidend dafür, dass du dich auf deinem Gefährt wohlfühlst. Genau das schafft der Sattel des Blue Wheel E-Mountainbike. Der Sattel von Selle Royale sorgt für eine bequeme Fahrt und hat eine exzellente Qualität. Er weist viele Vorteile auf und bietet einen rundum passenden Sitz. Er hat ein Strangtex-Cover und ein Comfort Athletic Design. Zudem ist er wasserabweisend.
Dieser Sattel trägt also auch durch die hochwertige Qualität zu einem rundum passenden E-Mountainbike bei. Durch die große Anzahl und hohe Qualität der Features und aufgrund des Komforts ist dieses E-Bike ideal. Es ist aufgrund seiner Vielseitigkeit sehr variabel einsetzbar und für die unterschiedlichsten Aktivitäten optimal geeignet. Wenn du ein E-Bike suchst, welches sowohl effizient als auch besonders und qualitativ hochwertig ist, dann ist dieses E-Mountainbike genau das Richtige. Denn es verbindet die wichtigsten Aspekte des Fortbewegens. Trotz des guten Designs und der Effizienz ist es sehr komfortabel. Die zusätzlichen Features und die qualitativ hochwertige Ausstattung verpassen dem Ganzen den krönenden Feinschliff. Wir haben euch übrigens alle vorgestellten Fahrräder unten in der Videobeschreibung für noch mehr Details verlinkt. Jetzt machen wir weiter mit dem Preis-Leistungssieger, dem Vivi E-Bike Mountainbike. Zum Zeitpunkt des Tests lag der Preis bei rund 800 Euro. Dieses Vivi E-Mountainbike wird im Internet bereits für unter 800 Euro auf den Marktplätzen angeboten. In diesem Fall handelt es sich um ein Hardtail mit starrem Rahmen und einer Federgabel an der Front des E-Bikes. Optisch ist auch dieses E-Bike an die modernen E-Mountainbikes der teuren Hersteller angelehnt. Typisch für E-Bikes in dieser Preisklasse wurden bei diesem Modell mechanische Scheibenbremsen verbaut. Für den Vortrieb sorgt ein Heckmotor mit 250 Watt Leistung und eine Kettenschaltung mit 21 Gängen. Unser Fazit: Natürlich hat jedes Produkt seine eigenen Stärken und Schwächen, sodass jeder natürlich für sich selbst entscheiden sollte, welches Fahrrad am besten zu einem selbst und natürlich dem eigenen Geldbeutel passt. Dafür haben wir euch alle Produkte in der Videobeschreibung für noch mehr Details verlinkt. Habt ihr euch schon entschieden? Oder gar schon eins der Produkte zu Hause? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns mitteilt, welches Gerät ihr bevorzugt und vor allem auch warum. Ich hoffe, dass wir euch bei eurer Kaufentscheidung ein wenig helfen konnten. Und wenn ja, lasst doch bitte ein Like da und vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken. Das würde uns und dem Kanal wirklich weiterhelfen. Und vielleicht verrätst du uns ja auch in den Kommentaren, welches Produkt dir am besten gefällt und für welches du dich womöglich schon entschieden hast. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald. Auf Wiedersehen.